So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Dieses Video hier heute hat mit Yoga nicht wirklich was zu tun. Ich möchte euch einmal einen kleinen Einblick geben in mein Jahr 2020, möchte ich einen kurzen Überriss geben, sofern ich das schaffe, wie mein Jahr verlaufen ist. Und ich glaube, dieses Jahr war für uns alle kein leichtes Jahr, es war ein sehr interessantes Jahr mit vielen Höhen und mit vielen Tiefen und auch mit vielen Dingen, die wir uns neu beibringen mussten, die wir gelernt haben oder über uns selbst auch gelernt haben. Ja, wie fange ich denn an? Am besten mit dem YouTube-Kanal. Ich habe hier eine kleine Serie auf dem Kanal, das heißt mein YouTube-Weg zur Monetarisierung. Und über das ganze Jahr über habe ich so kleine Videos gemacht, wo ich sozusagen den Fortschritt beschreibe. Jetzt sind wir am Ende des Jahres, heute ist der 28., glaube ich, oder 27. Dezember und ich stehe bei 861 Abonnenten, was der Wahnsinn ist. Also ich habe, kleiner Rückblick, ich habe Anfang Januar mein erstes Video hochgeladen und dann war erstmal wieder eine Pause. Wie gesagt, ich habe mich um mein Yoga-Studio gekümmert. Dann im März habe ich natürlich gestartet mit YouTube so richtig, regelmäßig Videos zu produzieren und hochzuladen. Das Ganze begründete sich natürlich durch den ersten Lockdown, wo ich mein Yoga-Studio schließen musste und somit zu Hause war. Und in dem ersten Lockdown war es der Wahnsinn, wie die Zahlen hochgingen auf YouTube. Man hat gemerkt, da entsteht was und auch für meine Leute, die jetzt zu Hause sind, auf einmal habe ich Mehrwert geschaffen. Sie konnten weiterhin mit mir Yoga praktizieren, was echt super war. So, nach dem Lockdown ging es natürlich wieder weiter im Juni. Ich habe mich dann so langsam wieder hochgekämpft. Also in echt, jetzt nicht auf YouTube. YouTube ist ein bisschen zurückgegangen wieder, also meine Aktivität hier drauf. Und habe gesehen, jawohl, es läuft, die Leute kommen zurück, die Zahlen gingen nach oben und ich habe tolle Pläne für die Zukunft gehabt, Kooperationen mit meinem Studio und anderen Personen und es hat sich alles so ineinander verflochten und es war wirklich ein schöner Ausblick, endlich mal wieder zu sehen, jawohl, jetzt komme ich so langsam zu dem Punkt hin, wo ich schon immer sein wollte. Ich habe letztes Jahr erst im Dezember aufgemacht, 2019. Um dann im Oktober wieder zu hören, dass die Regierung sagt, ja, bleiben Sie zu Hause, was sich natürlich auch schon auf mein Studio auswirkte. Ich selber wäre natürlich auch zu Hause geblieben als Kunde. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Und ja, am 1. November musste ich dann auch schon wieder mein Studio schließen und seitdem bin ich im zweiten Lockdown. Ich habe mir das vorhin mal ausgerechnet. Ich bin seit dem 1. Dezember habe ich geöffnet und stand jetzt. Ich habe 8 Monate geöffnet gehabt und 5 Monate geschlossen in meinem ersten Geschäftsjahr, was ja schon echt eine Herausforderung ist, schon echt eine Hürde ist. Ich selber gehe davon aus, dass ich im Januar noch geschlossen haben muss, definitiv, das brauchen wir uns nichts vormachen, wie der Februar aussieht. Meine Tendenz geht eher dazu, dass natürlich, sofern der Lockdown aufgelöst wird, es nicht gleich alles von Anfang an wieder geöffnet wird. Das wird wieder schrittweise fortgehen und dann bin ich wahrscheinlich wieder die Letzte. Das heißt, ich rechne wirklich noch nicht so wirklich damit, dass ich im Februar schon wieder aufhaben muss. Aber werde. Die Daumen sind trotzdem gedrückt. Ich würde mich natürlich super freuen, endlich mal wieder das zu machen, wofür ich am 1. Dezember letztes Jahr aufgemacht habe. Und die ganze Sache mit Corona und den Lockdowns, natürlich ist es scheiße. Brauchen wir uns nichts vormachen, dass ich mein Studio geschlossen habe und meine Kundschaft nicht betreuen kann und überhaupt, das ist einfach echt nervig, dieses Thema, aber wir kommen nicht ohnehin drum rum, das jetzt gemeinsam durchzustehen. Und ich suche ja immer die positiven Dinge, was hat mir dieses Jahr Gutes gebracht? Und was es mir auf alle Fälle Gutes gebracht hat, ist Selbstbewusstsein vor der Kamera. Es gibt ein Video, das nicht veröffentlicht ist, und zwar wurde dieses Video im November 2019 produziert, ist ein Yoga-Video. 20 Minuten geht es und es ist eine Yoga-Praxis, die ich in meiner Baustelle gemacht habe. Und vielleicht lade ich es mal hoch. Ihr könnt ja bitte unten in den Kommentaren mal reinschreiben, ob ihr das Video sehen wollt. Das war mein allererstes Video. Ich war super aufgeregt und ich habe mir so gedacht, wie schafft man es? Wie schafft man es, so natürlich vor der Kamera zu sein und genau da reinzureden, ohne dass man
seine Stimme nicht leiden kann, dass man komisch klingt. Und jeder, der länger Videos produziert, wird mich bestätigen, das kommt mit der Routine, das kommt mit der Zeit, das wird besser. Und das hat mir dieses Jahr wirklich gebracht. Ich bin momentan wirklich selbstbewusst vor der Kamera. Es macht mir absolut nichts mehr aus, in die Kamera hineinzusprechen. Ich habe mich auch mittlerweile an meine Stimme gewöhnt, was mir echt schwer gefallen ist, auch schon als Kind, wenn man Aufnahmen gemacht hat mit dem Mikrofon. Es klang immer furchtbar gefühlt, aber vielleicht kennt ihr ja dieses Gefühl. Ja, und auch allgemein diese ganze Online-Fokussierung. Im ersten Lockdown habe ich nur Yoga-Videos produziert, die kostenlos auf YouTube da waren. Ich habe jetzt keine Online-Kurse, Live-Online-Kurse gegen Geld angeboten. Es war alles kostenlos auf YouTube. Und ich habe parallel dazu meine Niyama Academy gegründet. Und falls ihr davon noch nie was gehört habt, auf dieser Academy findet ihr verschiedene Yoga-Kurse, sei es für Anfänger, für den Rücken, für ein Handstandtraining, zum Entspannen, zum Relaxen. Wird noch bestimmt einiges kommen auf der Niyama Academy. Und hier kannst du selber entscheiden, wie viel Geld du ausgeben möchtest für diesen Kurs. Es ist immer ein Geldwert empfohlen, den man zahlen sollte, aber du selbst bestimmst, für wie viel du hier diesen Kurs kaufen möchtest. Du kannst auch monatliches Mitglied werden, dann hast du Zugang zu allen Kursen. Und summa summarum, warum ich das Ganze gemacht habe, ist natürlich, dass du hierbei auch meine Arbeit vor und hinter der Kamera sozusagen unterstützt, mich hierbei supportest durch deinen Beitrag, durch den Kauf dieser Kurse und mir hier sozusagen ein bisschen unter die Arme greifst, dass eben die ganze stundenlange Arbeit vor und hinter der Kamera mit Vorbereitung, Filmen und Nachbereitungen, dass ja hier auch ein kleiner Mehrwert geschaffen wurde. Und im ersten Lockdown war die Unterstützung meiner Kundschaft super groß. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich drück und küsse euch dafür ganz herzlich und ohne euch, ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre. Es waren da schon Höhen und Tiefen. Und als mein Studio wieder offen sein durfte, war die Aktivität im Studio natürlich wieder da und deswegen gab es auch keine große Produktion mehr für YouTube. Ich habe trotzdem versucht, noch regelmäßig zu produzieren. Aber da geht natürlich schon auch viel Zeit dafür drauf, wenn man nebenbei noch ein Studio am Laufen hat. Da muss man schon das ein bisschen anders takten. So, genau. Irgendwann habe ich mir natürlich gedacht, jetzt ist irgendwie YouTube-Lust doch mehr da und habe dann versucht, 3 Videos pro Woche hochzuladen. Das ging im September los, was auch super für den Wachstum gesorgt hat. Und so ging es weiter im November, die Idee mit der 30-Tage-Challenge, jeden Tag ein Video und jetzt im Dezember mit den 24 Türchen auch wieder jeden Tag ein Video. Das werde ich jetzt natürlich nicht so weiterführen. Ich werde mich wieder auf 2 bis 3 Videos in der Woche beschränken, aber ich werde hier weiterhin diesen Rhythmus aufrecht erhalten, um natürlich für meine Community auch da zu sein. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal an alle 861 oder auch wenn jetzt noch jemand dazugekommen ist, eine wirklich große Umarmung herausschicken. Ich sende ganz viel Liebe und ganz viel spirituelle Umarmungen zu euch nach draußen. Ohne euch wäre ich jetzt nicht dort, wo ich jetzt bin und ihr alle verhelft mir dazu, meinen Traum auch zu verwirklichen, das Online-Business wirklich souverän aufzuziehen und hier natürlich auch irgendwann Geld damit zu verdienen. Und um die Monetarisierung zu erreichen, braucht man eben auf YouTube 1000 Abonnenten. Und ich bin jetzt so kurz davor, es sind nur noch 139 Menschen, die meinen Kanal abonnieren müssen. Das ist eine Zahl, die ist so gering geworden, wenn ich an den Anfang des Jahres denke. Und ich bin total euphorisch. Und wie gesagt, ich danke euch von Herzen, dass ihr mich hierbei auch schon unterstützt in meiner Arbeit, dass ihr meine Inhalte anschaut, dass ihr mit mir gemeinsam Yoga praktiziert und wir hier gemeinsam als Community wachsen. Das macht mich wirklich glücklich. Und zum Thema Online habe ich auch noch ein drittes Business sozusagen gestartet, das Niyama Design wurde gegründet. Die Idee dazu zu Niyama Design entstand im Januar.
da haben wir, ich und mein Freund, wir haben uns da schon zusammengesetzt und Ideen geresearched und wie ist das eigentlich mit Produktion und Shipping und allem drum und dran. Ja, Corona und YouTube und alles andere hat irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, da weiter zu kramen, da weiter zu machen in dem Projekt. Und im September habe ich dann doch die Zeit und Muße dafür gefunden, Designs zu entwerfen mit einem Grafikprogramm. Habe ich hier meine Hosen und meine Oberteile entworfen. Dieser Prozess hat auch mehrere Wochen gedauert, um dann jetzt Ende November tatsächlich ein Produkt in den Händen zu halten. Ich bin super stolz auf diese zwei Linien und wenn ihr neugierig seid, ihr könnt auch auf meinen Instagram-Account mal nachschauen, niyama.design, da seht ihr schon erste Bilder und ich habe diese Designs auch in ein paar Videos getragen. Wem es aufgefallen ist, der sieht es in der Beschreibung. Das ist ein kleines Baby, was auch noch wachsen wird im Jahr 2021. Davon gehe ich felsenfest aus. Aktuell könnt ihr diese Kleidung noch nicht erwerben. Der Store ist noch nicht offen. Wir sind, wie gesagt, immer noch im Prozess. Aber wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann werdet ihr hier auch über diesen Kanal als allererstes erfahren. Und wenn ihr noch eher sein wollt, dann könnt ihr euch auch in den Newsletter auf niyama.design eintragen und erhaltet hier Nachricht sofort, sobald wir hier an den Markt gehen, sozusagen. So, und jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ganz schön viel interessante Sachen, für mich jedenfalls, weiß nicht, ob es euch interessiert, erzählt. Und eins will ich noch festhalten, das Jahr 2020 wirkt im ersten Moment so traurig, so düster. Aber wenn ihr wirklich tief in euch hineingeht und mal überdenkt, was ihr gewonnen habt durch das Jahr 2020, dann werdet ihr feststellen, dass es ein wirklich besonderes Jahr war, auf positive Art und Weise. Wir haben zu uns selbst gefunden, wir haben Dinge gelernt, von denen wir vor einem Jahr noch nicht mal davon geträumt haben. Ich rede von dem gesamten Online-Business, Online-Streaming, Hardware, Software, alles, alle Eigenschaften und Fähigkeiten, die man sich hier aneignen musste, um weiter zu kämpfen, um weiter die Existenz zu sichern und auch Freundschaften, die hier einem wirklich auch über Wasser halten, dass diese Bedeutung, wenn man miteinander telefoniert, wenn man sich austauscht, wenn man weiß, man hat jemanden zum Reden und auch die Liebsten, die Nächsten, die im engeren Umfeld sind, wie man sich an sie anlehnen kann und auch hier mal seine Ängste und Sorgen ausdrücken kann. Ich habe im Jahr 2020 so eine Gefühlswelt gehabt, das habe ich von mir noch nie erlebt. Ich hatte depressionsartige Zustände, ich bin Auto gefahren und habe einfach das Heulen angefangen, weil ich andere Menschen draußen gesehen habe, die arbeiten durften und mein Geschäft geschlossen sein musste. Und das sind Züge, die kenne ich so an mir nicht. Aber dennoch sehe ich den Mehrwert, der 2020 für mich geschaffen hat und bin dankbar dafür, bin dankbar für diese Erfahrung. Und bin auch zuversichtlich für das Jahr 2021, was auch immer kommen wird. Ich weiß, wir werden das gemeinsam schaukeln. Ich weiß, sei es online oder in real, es wird wieder bergauf gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon einmal einen wunderschönen Rutsch in das Jahr 2021. Macht das Beste draus, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder auf der Matte. Bis bald. Namaste, meine Lieben.